So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2 und wir sind gerade dabei, uns so ein paar beliebte Super-Expert-Level anzuschauen. Haben da auch schon einige gespielt und ich möchte da gerne noch ein bisschen weitermachen, weil da teilweise echt coole Level sind. Zum Beispiel Blue Lift und Wall Jump klingt auch interessant. Das gucken wir uns mal an. Ah. Oh, no. Ich muss also rüber. Wait, ich muss. Ich glaube, ich mache das anders. Ja, so in etwa. Ich hoffe nur, ich brauche nicht in irgendeinem Level diesen Cancel-Dash nach unten Dings. Das kann ich nicht. Die normalen Tricks kriege ich hin, aber das war's dann auch. Okay, dann machen wir einen Schwung. Nice. So. Was jetzt? Okay. Da kommt dann der Blue Lift. Ach komm schon. Wie oft werde ich denn an der Stachel noch sterben? Schreibt es in die Kommentare. Ich werde es aber nicht zählen, das heißt. Wir werden nicht wissen, ob ihr gewonnen habt. So. Okay. Tür. Checkpoint. Komm schon. Checkpoint. Nice. Oh, Junge. Oh, das wäre eine interessante Rolle. Oh, boy. Okay, drei Stück. Drei rote Münzen gibt's. Oh, Junge. Das wird interessant. Das wird interessant. Okay, nice. Ah, das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Alles gut, alles gut, alles gut. Oh boy. Eins. Oh no. We can do. We can do this. Eins. Zwei. Drei. Ich habe nur leider die Münzen nicht eingesammelt. Okay. Achso, da mache ich. Okay, da mache ich dann den Dings weg. Okay, verstanden. Eins. Zwei. Ah, das ist gar nicht so schlimm. Oh, da muss ich. Okay, das geht gar nicht so weit, wie ich dachte. Okay. Alles klar. Ich meine, solche Level sind natürlich echt gut, um so ein bisschen auch zu trainieren, ne? Dass man sowas auch mal spielen kann. Ah, da drüben ist die Tür. Da drüben ist die Schlüsseltür. Und ich sehe, das wird der letzte Part für heute. Alles klar, danach laden wir erstmal auf. Hätte aber sowieso nur den aufgenommen. So, jetzt aber. Zack. Zack. Einmal hier runter. Oh, schade. Das hätte sein können. Das war interessant. Nice. Oh, das war's schon. Okay, cool. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Auch zu Recht bei den beliebten Leveln gelandet. Arctic Heavens, Balrog Bounce. Wir gucken mal so ein bisschen, was interessant klingt, ne?
Castle of Shells. Oh, da werden Shell-Jumps gefordert, bestimmt. Zwei Checkpoints aber, sehr gut. Wir gucken mal rein. Wir gucken mal rein. TSTCFBT. Ja. Du bist keine Shell. What? Ah ja. Weiß nicht, ob ich das Level verstehe, aber wir werden sehen. Ach so. Ach so. Jetzt hier zweimal, der kommt rüber. Und hier auch wieder zweimal, der kommt rüber. Und ciao. Okay, Checkpoint. Ja, wir verstehen das Level. Gut, 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 gut. Man muss, glaube ich, wirklich erst so ein bisschen in die Level reingucken. Meistens checkt man sie dann schon, auch wenn sie am Anfang ganz komisch wirken. Meistens versteht man sie dann schon, wenn man sie ein bisschen spielt. Ich glaube, der Fehler ist es, zu schnell aufzugeben. Wie immer im Leben. Nice. Dann ist hier eins und dann ist keine Ahnung. Okay. Ach. Diese dritte Säge. Na gut, eigentlich ist es die fünfte Säge. Aber beim dritten Sprung. Beim Sprung zur dritten Shell. Jetzt ist es richtig. Es ist weder der dritte Sprung, noch die dritte Säge. Es ist der Sprung zur dritten Shell. Deswegen war es für mich die dritte Säge. Aber das ist halt faktisch kompletter Müll. Nice. Okay, cool, cool. Okay, ich halte einfach alles fest. Ich habe keine Ahnung. Oh, ich dachte schon. Checkpoint. Ich glaube, ich habe was verpasst. Aber dieses komische rote Ding da. Ach so, nee, Quatsch, das ist ja klar. Ah, nee, ich muss die mitnehmen. Verstanden. Deswegen sind da nämlich zwei Indikatoren. Okay. Aber das ist der letzte Abschnitt. Danach haben wir es geschafft. So nicht. Ach. Alles klar. Das war's jetzt aber. Okay, Finale. Ach, der ist... ärgerlich. Ärgerlich. Ich dachte, er ist der zweite Hit, aber das war der Mole und der ist dann in der Luft, der dritte. Okay. Aber das war jetzt ja nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Sieht man ja, na easy. Gar kein Ding. Gar kein Ding. Nochmal, Finale. Ein Mole, zwei Mole und zack auf ihn drauf. Mm-hmm.
Nein, ich da verliere ich wieder so diese Geschwindigkeit. Das ist wieder das Problem. Okay. Ich weiß nicht, was das jetzt für eine Aktion war. Irgendwie wollte ich auf der Säge den Sprung ansetzen. Anscheinend. Anders ist es nicht zu erklären. So. Ätzert aber. Zack, zack und zack. Ja, jetzt passt die Geschwindigkeit auch. Und jetzt geht's hier rüber und ab dafür. Nice. Very, very nice. Cool. So, was klingt denn noch ganz lustig? Ach, der mit seinem Simple Kaiser, den mag ich nicht mehr, nachdem er mich mit dem Swamp so aufgeregt hat. Kaiser Platforming Level using Mega Mushroom. Oh mein Gott. Bitco Shell. Wir gucken mal rein. Hallo? Danke. So. Ah, der läuft auch gar nicht davon. Da kann ich also nicht Zeit lassen. Okay, soweit in Ordnung. Da hätte jetzt was rauskommen müssen wahrscheinlich. Keine Ahnung. Dann geht's mit dem weiter. Okay. Ach, die muss der... Ah, okay, die muss der losschicken. Ah, ich darf die nicht kaputt machen. Verstanden. Ich darf die nicht kaputt machen. Uiuiui. Ich muss direkt weiter und dann... Ah, Mist. Dann kann ich mit der da drüber und dann kann ich mit der da drüber und so weiter. Na, jetzt ist eh wieder vorbei, aber wir konnten schon mal gucken, was noch so kommt. Ja, da komme ich nicht drüber. Okay. Dann warte ich hier einen Schluck. Und jetzt... Passt die Geschichte nämlich. Und jetzt hier und dann so. Ah, jetzt habe ich wieder Quatsch gemacht. Schade. Aber ich lebe noch. Also ich könnte noch ein Stückchen weiterspielen. Ah. Das ist das Ziel! What? Hä? Ach, ich muss hier rein. Ah, verstanden.
Erstmal gibt es hier den zweiten Abschnitt. Also bis hierher muss ich mit Megapilz kommen. Und dann komme ich da drüben mit dem Megapilz raus. Okay. Also bis zum Checkpoint sollten wir das doch hinkriegen. Na, auch das wieder ein Level, was erst schlimm wirkt, aber wenn man sich's mal genauer anguckt, dann versteht man, wie es funktioniert. Das ist schon cool. Das ist schon ein cooles Level. Zumindest der erste Teil. Keine Ahnung, was mich im zweiten Teil erwartet. Nice. So, zack, zack. Dann hier, hier, so. Und jetzt einfach nach oben. Nice, sag ich ja. Sehr schön. Und jetzt haben wir den Checkpoint hier. Safe. So, jetzt geht's weiter. Okay, was muss ich da tun? Ah, verstanden. Die wird da hinten unten. Die wird da unten hochgeschickt und dann springe ich drauf. Okay. Genau. Ja, das habe ich nicht verstanden. Noch nicht, aber jetzt theoretisch schon. Okay, dann springe ich da drauf, dadurch haut es den runter. Naja, das ist jetzt egal. Da drauf muss dann irgendein Viech landen. Okay. Nice. So, zack. Jetzt macht er nämlich den hier kaputt. Und dann springt jetzt irgendwie darüber und jetzt gehe ich nämlich dahin. Dann kann ich über den springen. Und dann kann ich hier die Röhre rein. Und das war es. Nice. Sehr, sehr cool. Sehr schönes Level. Aber auch das wieder. Am Anfang dachte ich so, check ich nicht. Aber man darf halt nicht raus, ne? Man muss durchhalten. Man muss ein bisschen rumgucken. Und dann funktioniert die Geschichte auch. Ein Level, was wir wieder am Schluss des Parts nochmal spielen. Alles klar. Kriegen wir hin. War ja ein kurzes Level. Das war wirklich schön. Aber das mache ich am Schluss des Parts. Das mache ich jetzt nicht mittendrin. Dass die Leute, die das nicht nochmal sehen wollen, dann auch sagen können, okay, ciao, wir gehen raus. So. Also, was war das jetzt gerade? Das war Bitkuschel, genau. Link to the... Ah, es ist so ein Brotlevel. Link ist cool, aber nicht Brotlevel. Das klingt vom Namen her halt schon ziemlich cool, ne? Aber von der Prozentzahl her nicht so. 36. Okay, das klingt interessant. Das gucken wir uns mal an. Keine Ahnung, was mich da erwartet, aber wir gucken es uns mal an. Das ist nämlich ein Rätsellevel. Wait, ist das ein Troll-Level? Das ist so diese andere Art von Troll-Level. Es funktioniert. Oh. Okay, der hat mich erwischt.
Okay, der hat mich erwischt. Die anderen konnten wir alle bisher avoiden. Sehr nice. Ach so. Verstanden. Nee, das nützt mir nichts. Okay. Dann kann ich ja nur den P-Switch drücken. Ich will den eigentlich nicht. Und da drin ist jetzt die Blume. Und da oben brauchen wir jetzt wahrscheinlich die Blume. Ja, ich kann ja auch so nicht auslösen. Schade. Okay. Okay. So, okay, also die Blume, auf die warten wir diesmal. Mehr kann ich aktuell nicht tun. Ich muss ihn verlieren? Ja, ich muss verlieren. Geht nicht anders. Okay, jetzt ist wieder die Frage, links oder rechts? Ach so, jetzt kann ich es nicht mehr auslösen, ne? Ah, verstanden. Okay, verstanden. Bin ich einfach in ein Troll-Level reingerannt? Das habe ich ja gar nicht erwartet. Aber gut, gar kein Ding, gar kein Ding. Wir spielen ein Troll-Level. Call me DGR. Nein, bitte nicht. So. Das ist ja egal, wir müssen ja eh getroffen werden. Also, dann gehen wir jetzt hier hoch. Okay. Ich bin so doof, ne? Ich weiß doch, was passiert. Warum gehe ich nicht... Warum gehe ich nicht einfach durch die beschissene Türe? Oh mein Gott. Hä? Ja, das war jetzt, glaube ich, mein Controller, der mich da getrollt hat. Batterien lassen ja danach. Okay, diesmal gehen wir aber direkt durch die Tür durch. Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Keine Ahnung. So. Hit P. Oh nein. Ich habe mir noch gedacht, dass es irgendwas mit zurückgehen. Das hat sich nämlich so angefühlt. Aber es war zu bald.
Ich verstehe. Ich hab's mir noch gedacht, dass da was ist, aber es ist mit dem Pi hängt's zusammen. Ach, verdammt. Verstanden. Verstanden. Dann ist hier nämlich irgendwas anderes. Die Frage ist, gehen wir mit dem... mit der Blume zurück oder ohne? Wir gehen mit Blume zurück. Einfach einen Schlüssel bekommen. Aber für welche Schlüsseltür? Oder ist jetzt mit dem Schlüssel... ist jetzt hier irgendwas anders? Ach, hier ist ja eine Schlüsseltür. Ich hab den komplett vergessen. Nee, ich relaxe überhaupt nicht. Hier ist eine Röhre. Da hinten ist Checkpoint 1. Da ist mein Pilz gewesen. Jetzt komme ich nicht mehr durch, ne? Oh. Dang it. Kann ich auch alles in einem Wisch machen hier. Easy. Gar nicht wissen, was passiert, wenn ich hier relaxe. Vorsichtig. Wann kommt der? Wann kommt der? Jetzt. Ich hab's gewusst, der schießt mich. Ah, ich hab's geahnt, dass er mich durchschießt. Ich krieg den jetzt nicht mehr, ne? Natürlich. 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 Ah! Ich hab mich schon auf sowas vorbereitet mental, aber... keine Chance. Okay. Okay. Halt hier an. Wer kann denn ahnen, dass das Level, das interessant klingt, ein Tor-Level ist? Mensch. Wer hätte damit nur rechnen können? Okay. So, wo ist der Speed gewesen? Ah, fuck. Thank you.
Das ist gar keine Röhre. Ach nö, ich hab... Wie verhindere ich, dass ich da den Speed drauf bekomme? Ich muss wahrscheinlich die ganze Zeit springen oder keine Ahnung. Ich darf nur nicht zu langsam sein, sonst werde ich da ja auch von den Sägen wieder erwischt. Oh boy. Das ist nicht angenehm. Ja. Gut. Jetzt habe ich dich. Holy moly. Okay. Vertraut dem Springboard kein Stück. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es irgendeine Situation gibt, dass ich den Pilz da drüben nehmen kann und überlebe. So, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Wie gesagt, ich wüsste nicht, wie ich das überleben kann. Aber ich muss es ausprobieren. Es hat nichts geholfen, ich muss das ausprobieren. Also gehen wir einfach durch hier. So. Ja, hier brauche ich einen Pilz. Hab keinen. Wait, what? Da unten ist ein Pilz. Thank you.
Oh, ich darf nicht. Okay. Oh no. Wann darf ich sterben? Jetzt immer noch nicht. Darf ich jetzt sterben? Nein. Oh Gott. Jetzt darf ich sterben. Dankeschön. Oh, Himmelhilf. Okay. Also hier unten ist ein Pilz. LOL. Ey, es war halt schon so, keiner von den Pilzen hier wäre irgendwie möglich gewesen. Okay. Ich meine, hier ist eine Wand, die könnte kaputt gehen, wenn ich mich ein bisschen bewege, ne? Aber da passiert nichts. Ich warte hier also nicht länger. Okay. Warum war das jetzt schlecht, das auszulösen? Hat ja nichts weh, hat ja nicht wehgetan. Hier muss ich klein werden. Ach! God dang it! Okay, aber wir wissen jetzt mit dem Pilz jetzt schon mal. Also hier Pilz, hier hoch. So. Ach, die Blume. Verstanden. Ich habe vorhin versehentlich die Blume mitgenommen und damit einen Troll. Bin damit dem Troll ausgewichen. Jetzt habe ich es vergessen. Entschuldigung. Ich frage mich, was passiert, wenn man das Springboard betätigt, aber ich will es lieber nicht rausfinden. Okay. Alter, ich muss ja da trotzdem schnell durch. Na komm, wir probieren es einmal aus für die Wissenschaft. Nix passiert, okay. So. Jetzt wird's wieder wild. Ich kann jetzt hier ganz viel auslösen oder ich kann's lassen. Ich lasse es. Scheiße. Ah, es hätten automatische Peace Fridge oder sowas sein können. Die falschen 50%. Man kennt sie. Also jetzt passt die Geschichte. Also lösen wir jetzt hier aus. Und können jetzt da durch. Ich bin noch skeptisch, was die Röhre angeht. Irgendwas hier, ne? Das könnte alles kaputt gehen. Aber es tut nichts. Kann ich zurück? Das ist eine Röhre, die mich zurücklässt. Was passiert, wenn ich zurückgehe? Nichts Gutes. Okay. Nein! Ah. Wie hat er da... Ah. Wie hat er denn gecheckt, dass ich denke, dass... Mann! Es ist echt... Ah, oh, ist das gut gebaut. Jetzt
doch nicht. Denkst du immer, du bist dem einen Schritt voraus und dann ist es doch wieder nicht. Ärgerlich. Okay, also, wir gehen nicht mehr zurück. Ich muss hier hoch. Wenn ich den jetzt auslöse, wird die Pflanze rübergeschoben. Einfach in die Pflanze reinlaufen ist wahrscheinlich dumm. Aber was mache ich dann? Die geht kaputt. Okay. Der schießt mich bestimmt hoch. Okay, ich hätte gedacht, der schießt mich hoch. Ach so, der... Okay, hier war wahrscheinlich der Gedanke, man geht runter und dafür geht das Ding dann doch unter. Okay, ich könnte mir einen Pilz holen. Es ist eigentlich offensichtlich, dass man sich einen Pilz holen soll. Was könnte passieren, wenn ich jetzt mir hier einen Pilz hole? Dass ich durch einen Sprung irgendwas auslöse, könnte passieren. Ich hole mir keinen Pilz. Es war richtig! Es war richtig! Ich darf nicht groß sein, okay? Ich muss mich... Oh nein. Okay, ich muss mich... Bevor ich durch die Röhre gehe, muss ich mich aber treffen lassen. Okay, wir haben ein paar Trolle... Ein paar Trolls sind ausgewichen und ein paar Trolls hat es dann doch wieder ausgelöst. Okay. Aber der Weg zum zweiten Checkpoint sollte dann jetzt safe sein. Ich glaube, das ist das erste richtige Trolle, was ich spiele. Wir hatten mal so ein paar kleine. Aber das hier ist so eins, das könnte auch die GR spielen. So, das war soweit richtig. Hier unten rein war auch richtig. Und hier einfach durch war auch richtig. Dann kommt hier der Dings, jetzt mache ich nicht klein. Und dann kommt noch ein... Nein! Da kommt noch einer raus. Und das Schlimme ist, nach diesem Checkpoint, nach diesem zweiten Checkpoint, haben wir eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, irgendwann gespawnt zu werden. Und dann dürfen wir das ja alles nochmal machen. Also, dass man zum ersten Checkpoint zurückgeschickt wird. Für die, die sich mit Trolllevel nicht so auskennen, die sind immer so auf... Also, fast immer so aufgebaut. Manchmal sind sie auch so aufgebaut, dass du denkst, du wirst zurückgeschickt und du wirst gar nicht zurückgeschickt. Das kann es auch geben. So, also jetzt nochmal. Nein, ich bin... Ich bin so lost. Ich bin so lost. Thank you.
Oh, das war eine schwere Geburt. So, ich möchte bitte nicht mehr zurück zu CP1. Oh Gott. Ja. Das ging ja schon mal gut los. Das ging ja schon mal gut los. Wir sind jetzt in der schwierigsten Phase von Troll-Leveln. Nämlich die, in denen man zurück zu Checkpoint 1 geschickt werden kann. Oder an den Start. Das wäre noch schlimmer. Ich könnte das auslösen, ich könnte das auslösen. Oh Gott. Okay, der war gut. Okay. Also muss ich das auslösen. Jetzt kommt ein richtiger darunter. Aber laufe ich jetzt... straight da durch? Ich will lieber durch den sterben als durch den Mannschaft. Also schnell dadurch, okay, alles klar. Der weiß einfach, was der Spieler vorhat. Das ist unglaublich. So. Take this. Okay. Vorsichtig hoch. Ich würde halt gern die nächsten Trolle jetzt wirklich mal umgehen. Hello. Habt ihr es gehört? Ich will da nicht runter, aber ich muss. Es gibt keinen anderen Weg, okay. Pow. Oh no, 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 oh nein. Oh nein. Der sagt jetzt, ich muss den On-Off so und so oft drücken und dann kommt der Powder runter. Aber das ist garantiert anders. Das ist hundertprozentig anders. Ich löse irgendwas anders mit dem On-Off gleich aus. Niemals funktioniert das so. Wait. Nein! Es hat aber tatsächlich so funktioniert. Warum? Was? Nur bei dem jetzt weg, bevor mich der hier killt, genau. Und dann gehe ich tatsächlich in die Tür rein. Okay, cool. Und jetzt ist hier ein... Oh. Da muss man jetzt besonders aufpassen. Okay, ich kann nicht zurück. Er sagt jetzt, ich soll direkt aussteigen. Na gut, ich muss aussteigen. Ist wirklich nur kurz da, okay. Na gut. Wow, 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 wow. Das ging jetzt... verstanden. Okay. Verstanden. Die Kugel macht es den Block unter sich kaputt, wenn die anderen nicht da sind. Oh Mann.
Okay. Hello. Hello. So. Ich kann die nicht in die Hand nehmen. Ich schicke die jetzt direkt los. Die kommt also zurück, wenn ich das jetzt mache. What? War das richtig? Ich glaube, das war richtig. Ich gehe einfach durch. Ich gehe einfach durch. Easy. Ich gehe einfach zurück. Nein! Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Welcome to the Troll series, where we look at, where we show it can be a lot of fun to look like an idiot. The level that makes me look like an idiot today is called I'm 36 steps ahead of you. Oh man. Okay. Oh ja, lot of fun auf jeden Fall. Den habe ich vorhin erwischt. Ich hasse alles. Den habe ich... Oh. Den habe ich vorhin erwischt. God dang it. Also schnell durch. Das hat nicht hingehauen. Wait, aber... Aber was mache ich dann? Was passiert, wenn ich den auslöse? Ich komme nicht mehr durch! Ich komme nicht mehr durch die Röhre! 36, ja! Oh. Okay, also den lösen wir auch nicht aus. Aber was mache ich dann bei der Pflanze? Ich muss jetzt was ausprobieren. Sorry, ich muss jetzt was ausprobieren. Was passiert, wenn ich den hier nochmal drücke? Okay, nichts. Es ist halt schlecht, dass wir den Pins verlieren, ne? Aber ich verliere den hier safe.
hier darf ich nicht auslösen. Was ist, wenn ich jetzt hier warte, dann schiebt mir der das ins Gesicht. Wo war jetzt der... War jetzt der Block, den ich beim Sprung ausgelöst hatte? Wo war der? Da muss ich hier warten und krieg noch eine Blume. Das wäre zu wild. Die bräuchte ich nämlich. Man kann da drüber. Man muss es nur. Wahrscheinlich muss man es nur gut erwischen. Und nicht so schnell rennen wie ich und dann kommt man in den Block rein. Oh Gott. Enorm. Ich muss nämlich aufs Klo. Scheiße. Warte jetzt wieder. Ja, aber der schiebt mir das ins Gesicht. Hä? Irgendwas mache ich da explizit falsch. Aber was? Kommt man ja doch einfach rüber. Ich bin einfach zu dumm zum Springen. Ich darf nur nicht so angerannt kommen. Das ist auf jeden Fall schlecht. Keine Ahnung. Yes! Könnten auch schon explodieren, diese Dinger. Na? Ich warte hier. Oh, scheinbar warte ich hier nicht. Sehr skeptisch. Oh no. Oh no. Oh no. Hätte ich da rangekonnt, wenn ich es gewusst hätte? Komme ich jetzt raus?
Ach so, ich muss sterben, okay. Komm, also ich werde also nicht irgendwo hingeschickt. Das ist schon mal gut. So, nochmal hoch? Nein. Okay, ich muss sterben. Na gut. Na gut. Na gut, na gut. Dann hoffentlich kriegen wir es jetzt in dem Durchlauf hin. Ah, der Sprung über die Pflanze ist halt echt komisch gewesen. Ich muss den halt einfach machen. Sheet. Ganz merkwürdig. Und dann muss ich aber... Oh Gott. Muss ich richtig gut nachdenken, wie das jetzt funktioniert. So, böser, böser Sprung. Oh, um Gottes Willen. Okay, ich gehe da nicht zu weit rein. Bin sehr, sehr unschlüssig. So, wann kam die Bombe? Wann kam das hier? Ich glaube, als ich da unten war. I don't care, wenn es passiert. Oh boy. Okay, ich krieg sogar den Abschluss. Wir haben ein Troll-Level gespielt. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.